Wenn es um chronische Gesundheitsherausforderungen geht, dann haben wir mit den schulmedizinischen Mitteln häufig nur die Möglichkeit zu bremsen, diesen Prozess zu verlangsamen, aber selten, dass wir ihn wieder vollkommen revidieren können, sodass jemand in eine komplette Gesundheit kommt. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die schaffen das. Die schaffen es, wieder vollkommen gesund zu werden, weil sie die ursächlichen Faktoren ihrer Erkrankung angeschaut haben und die angegangen sind. Und da fragt man sich, was haben die anders gemacht? Und ich habe viele von solchen Patienten kennenlernen dürfen in meiner Karriere. Und es hat mich immer interessiert, was machen die anders? Und das Erste ist, sie waren immer neugierig, sie wollten immer gesund bleiben. Und sie haben nicht ihrem einen Therapeuten vertraut, sondern sie haben sich immer verschiedene Meinungen eingeholt, haben sich belesen, haben Videos gesehen, haben sich in Internetforen zusammengeschlossen mit Menschen, die ähnliche Probleme haben und haben gefragt, hey, wie hast du das gemeistert oder was hast du verbessert? Und sie haben in der Regel immer an ihrer Ernährung gebastelt und ausprobiert. Es gibt keine Ernährung, die für jeden passt, aber sie haben eben verschiedene Dinge getestet. Dann haben sie sehr häufig mit pflanzlicher Nahrungsergänzung gearbeitet. Sie haben auch nach dem Stachel in der Seele gesucht. Ist da irgendetwas, ein Trauma, etwas, was ich mit mir rumschleppe? Vielleicht auch die Beziehung, die sie erdrückt hat, das Arbeitsfeld, das sie erdrückt hat. Und sie haben sehr häufig auch immer wieder zurückgefunden in eine körperliche Bewegung, in Sport, in Dehnung, in Entspannungstechniken bis hin auch vor allem zu Stressbewältigungstechniken und Angstabbauen vor der Erkrankung oder vor anderen Dingen, die Sie beschäftigt haben. Und daher mein großer Tipp an euch, seid neugierig, probiert Dinge aus und fühlt in euch rein, was euch gut tut. Und wenn ihr fühlt, dass euch etwas gut tut, dann lasst euch von keinem einreden, dass ihr etwas Schlechtes tut. Denn das ist das Wichtigste, was wir vertrauen können, unserem eigenen Bauchgefühl. Und wenn man aber nichts ausprobiert, dann kann man auch nicht fühlen, was sich verändert. Und gerade bei chronischen Herausforderungen ändert sich was nicht über Nacht. Da muss man mal eine Zeit lang ausprobieren und dann Schritt für Schritt diese schleichenden Veränderungen bemerken. Das ist mein großer Tipp an euch, sobald ihr ein Problem habt, das sich von euch scheinbar nicht verabschieden möchte.